Aloha zu Final Fantasy 14 Shadowbringers. Weiter geht es jetzt mit der Revolverklinge. Ich bin ja derzeit, wo ich jetzt auch noch Ex-Farms mache, noch die Revolverklinge. Sprich, also den möchte ich auch noch weiterhin leveln und euch noch präsentieren. Ja, bis Jobquest 70 geht es. Und danach wird man von 70 bis 80 immer halt noch leveln, sprich in den neuen Dungeons. Das ist bei vielen anderen Jobs auch so, dass man da erstmal von 70 bis 80 gehen muss, weil ab 80 könnt ihr eine Jobquest machen und diese Rollenaufträge sind eigentlich separat für die jeweiligen Rollen, sprich Tank, Heiler, physischer Nahkämpfer und eben halt Fernkämpfer. Also da gibt es eben halt auch verschiedene Kategorien von Rollen. In guten wie in schlechten Zeiten haben wir hier. Sie nennen ihn schon mein Alterchen. Das sieht schon ganz cool aus, wie der so leuchtet. So ein Kristall. Ich habe hier das Schwert von Squall Lionheart. Den kennt ihr bestimmt. Da fing ja das alles an mit diesen Revolverklinge-Geschichte. Ist schon sehr, sehr cool. Letztens waren wir ja sehr viel in Gredania, jetzt sind wir hier in Uldar und müssen hier jetzt Sachen erledigen. Ich denke mal, danach wird wohl auch Limsa kommen und halt auch irgendwann demnächst auch die neuen Gebiete. Kakteenmulde. Das ist ja nicht so weit weg, das geht ja. Das geht ja. Ja, dann heißt es demnächst, nebenbei bei X-Farms auch noch die anderen Jobs hochzuleveln. Bis 80, bis man da eine Quest machen kann. Währenddessen kann man dann auch, wenn man die jeweiligen Rollen hat, also sprich die verschiedenen Kategorien von den Jobs, dann kann man da auch noch die Quests dort fertig machen. Ich glaube, da gibt dafür auch noch ein Achievement. Aber warum nicht, ne? Wenn man nach nebenbei X-Farms noch irgendwie leveln möchte, andere Jobs angucken möchte, wie sich das alles so entwickelt hat. Oder Änderungen. Oha. Da will ich vorsichtig sein.
Okay, da scheint wohl mehr dahinter zu sein. Östlich ist Tanalan. Ah, hier. Den freien Platz. Da wurde ja früher in Aaron Reborn sehr viele Hunts gemacht. Also dort erschienen ja auch sehr viele. Okay, gucken wir uns das mal an. Könnte da wieder irgendwas sein? Okay. Wie ihr gesehen habt, habe ich ja schon so eine Vehera jetzt nur so in Lightbringer, also sprich die Lichtbringer oder halt auch die Sündenvertilger, so in den Style gemacht. Sieht schon ziemlich cool aus. Hat schon was. So, hier könnt ihr das nochmal auch direkt ansehen. Hat so richtig Sündenvertilger-Style so an sich, ne? Sieht schon ganz cool aus. So, dann legen wir auch mal los. Let's go. Ich muss schon sagen, also der Revolverklinge macht schon Spaß. Ein cooler Tank an sich so jetzt. Und ich habe auch gehört von anderen Leuten im Livestream, dass er schon ganz gut reinhauen sollte dann später. Aber mal schauen. Da das so drauf haben wird.
Okay, dann gehen wir mal wieder nun zu Limsa. Als nächstes folgt Limsa. Idania, Ulda, Limsa, da wird wohl wieder wohl Ishgard kommen. So wie beim Tänzer. Und dann auch wohl Kugane. Er ist ja oben. Ja, und dann kommt als nächstes mit 65. Ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ging eigentlich recht schnell. Und man sieht auch, sie ändert jedes Mal so ihr Outfit, ne? Wenn man das jetzt mal so ansieht, Gridania, dann Ul'dah und jetzt hier. Sie mag das wohl immer wieder neue Fashion anzulegen. Mal gucken, was sie denn die nächste denn wieder anhaben wird, wenn wir sonst in Ishgard sind. Vielleicht wird sie dann wohl eher, ja, winterlichen Outfit haben. Das ist auf jeden Fall sehr schön zu beobachten, dass Sophie halt immer ihr Outfit ändert. Okay, Leute, danke fürs Zuschauen, wie gesagt. Lasst gerne eine Bewertung da und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und haut rein.